Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Minecraft Let's Play. So, wer Minecraft noch nicht kennt, das ist ein Spiel, am besten zeige ich es einfach mal. Und zwar im Einzelspielermodus. Vielleicht mache ich später auch Multiplayer mit anderen zusammen, aber ich gucke erstmal, wie das hier ankommt und dann sehen wir mal weiter, ob auch Multiplayer, also Let's Plays, zusammenkommen. Also, neue Welt erstellen. Natürlich im Überlebensmodus. Das nenne ich einfach Let's Play Welt. Die Musik nervt mich gerade mal ein bisschen. Ich glaube, ich mache die gleich mal aus. Weitere Weltoptionen. Jo, super. Die Bonustruhe mache ich mal an und erstelle mal die neue Welt. So, jetzt die schöne Musik auch aus. Also ist jetzt das erste Video. Kann sein, dass ein paar Bugs, Lags, was auch immer drin sind. Das müsst ihr dann entschuldigen. So, und hier sieht man jetzt schon die wunderbaren Shader. Und ich muss gerade mal die Grafikeinstellung, die hatte ich gerade zurückgesetzt, mache ich auf 16 und das Sichtfeld muss ich jetzt auf 70 drehen. Auf normal. So, jetzt sieht man das alles auch wieder. So, wer diese Shader haben möchte, der sollte schon eine relativ leistungsstarke Grafikkarte haben. Hier ist übrigens meine Bonustruhe. Und wer Minecraft jetzt noch nicht kennt, dem sagt das nichts. Aber das fängt doch mega geil an hier. Guckt euch das mal an. Wunderbar, eine geile Schlucht ist hier. So, und dann baue ich am besten gleich mal mein Haus hier. Normalerweise sieht Minecraft nicht so schön aus und... ich zeige euch am besten gleich mal, wie es aussieht. Nämlich, mache ich mal die Shader kurz aus. So, 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 so. So sieht Minecraft normalerweise aus. Und das finde ich einfach hässlich. Deswegen habe ich die Shader reingenommen. Und mein Lieblingsshader ist tatsächlich der Sonic Others Unbelievable Shader. Aber gar nicht der hier. Auch nicht der hier, auch nicht der hier, sondern der hier. So, und jetzt, da muss man immer ein bisschen rumspielen. Das hier ist übrigens Optifine, der Mod, dass hier so viele Grafikeinstellungen sind. Fog mache ich mal aus. Qualität mit Map-Stufen mache ich mal auf 3. Machen wir auf 2. So, Clearwater ist natürlich on. Gut, dann hätten wir das und jetzt wird gespielt. Also, jetzt lädt das kurz, die neuen Grafikoptionen. So, keine Rückmeldung. Der rattert da immer so ein bisschen. So, jetzt sind wir wieder drin. Das ist wunderbar und ich gehe jetzt Holz holen. Ach nee, ich habe ja schon Holz, ne? Gut, dann crafte ich mir jetzt mal was. Also, durch Craften kann man neue Dinge bekommen, wie zum Beispiel hier... so, das war schon mal falsch. Wie zum Beispiel hier jetzt schöne Eichenholzbretter. Und aus diesen Eichenholzbrettern zimmer ich mir jetzt mal einen Boden. Denn später schalte ich auch die Monster ein, wenn ich ein Haus habe. Und dann kommen da so schöne Zombies. Und ja, das werdet ihr dann alles sehen. Wer Minecraft kennt, der weiß, was ich meine. Ich sag zu oft, wer Minecraft kennt, ne? Sagen wir einfach... Ihr lernt es kennen durch meine Let's Plays. So. Dann bauen wir uns hier einen schönen Boden. Und falls der Sound zu leise ist oder meine Stimme zu laut oder was auch immer, dann müsst ihr das einfach sagen. Dann wird das im nächsten Let's Play besser. Beziehungsweise ich werde mir meine Videos nochmal ansehen. Ja, das ist wie gesagt heute das erste Let's Play. Sonst mache ich ja... Ja, ihr dürft jetzt sehen, was ich mache. Ich mache Minecraft-Mods und stelle die vor. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Sondern es geht jetzt um Minecraft. Obwohl, warum nicht über andere Sachen reden, ne? Truhe abbauen erstmal. Ja, also, wem es gefällt oder wer Tipps hat für mich, was ich besser machen kann, der schreibt das doch einfach in die Kommentare. Und wem... mein Kanal oder überhaupt irgendwas gefällt bei mir, der kann mich gerne abonnieren und dann bekommt er mehr davon.
So, jetzt haben wir hier eigentlich schon die Grundfläche für das Haus gebaut. Ich glaube, das geht so. Und Alter, was ist denn da hinten? Das ist ja geil. Das ist ja übel geil. Da will ich jetzt mal hin. Nein, da will ich nicht hin. Ich muss unbedingt eine Brücke über diese Schlucht bauen. Denn guck mal, hier ist Lava. Und da unten ist Wasser. Das ist grauenvoll. So, ich brauche jetzt Holz. Ich baue mir jetzt eine Brücke. Nee, ich gehe darüber. Da drüben ist Wald. So, hier. Was ist das denn? Ein Busch, ne? Ja. So, ein bisschen Gras abbauen. Dann kriege ich Samen. Und dann kann ich mir gleich schon ein kleines Feld anlegen. Also, ich wollte ja ein bisschen Minecraft erklären, ne? Also, du hast am Anfang nichts, wenn du die Bonustruhe ausgeschaltet hast. Und du läufst halt hier durch so eine schöne, blockige Welt. Und musst dir ein Haus bauen, baust dir eine Welt auf, kannst alles ganz selber entscheiden, wie das aussieht. Es gibt Texturenpakete, damit kann man dann die Texturen ändern. Und das ist alles ganz einfach gemacht. Ich zeige es gerade mal. Drückst Escape, Option, nicht Grafikeinstellung, Ressourcenpakete und dann kannst du es da auswählen. So, das war jetzt ein Fehler, denn es wird jetzt wieder laden, aber dann kann ich ein bisschen weiter erzählen. Gut, dann gibt es halt Monster, die du bekämpfen musst und dann kommst du irgendwann in eine andere Welt, also in eine andere Dimension, die nennt sich dann Nether und da musst du gegen noch fiesere Monster kämpfen, aber da kriegst du dann auch neue Rohstoffe und alles und das ist alles ganz toll. Und ja, da freue ich mich schon drauf, wenn ich erstmal hier im Nether bin. Ich meine, das ist ja nicht meine erste Minecraft-Welt, die ich mache, aber ist halt meine erste Let's Play-Welt. Zumindest die erste, die ich hochlade. Ja, und da, das ist immer so ein kleines Jubiläum, sag ich mal, wenn man dann ins Nether kommt. So, jetzt darf ich nur nicht mein Haus verlieren. Da hinten steht nämlich mein Haus. Und da gehe ich jetzt am besten mal hin zurück und mache da irgendwie einen Marker hin. So, die Links zu meinen Texturenpaketen, Shadern, Mods und so weiter, stehen übrigens alle in der Videobeschreibung. Wer sich sie runterladen will, kann das gerne tun. Und jetzt habe ich genug Werbung gemacht für mich und werde jetzt bauen. Und zwar mit Fichtenholz, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber okay. Dann hole ich mir mal Fichtenholz und crafte mir ein Crafting Table aus Eichenholz. So. Und mit diesem Crafting Table gibt es jetzt ganz viele neue Sachen. Und zwar, jetzt mache ich mir erst einmal Stocki, 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 Stocki. Früher hat Minecraft immer gestockt. Haha. Und jetzt habe ich Stöcke und aus diesen Stöcken kann ich mir Folgendes machen. Nicht Leitern. Wie ging das denn? Ich glaube, das war so, ne? Nee. Ich weiß es gar nicht mehr. Wie war das denn so? Ah, so. Also, daraus kann ich mir Zäune machen. Zwei Stück kriegen wir aus, keine Ahnung wie viel, aus sechs Teilen. Und jetzt habe ich noch vier wunderschöne Stöcke. Und jetzt kommt die Wand. Obwohl, ich glaube, ich mache die Wand sogar aus Stein. Allerdings muss ich dazu sehr vorsichtig hier runtergehen. Am besten mache ich mir mal aus Erde so einen Aufzug oder Abzug oder wie man das auch nennen will. Denn hier runterzufallen wäre tot. Obwohl, hier ist Wasser. Ich trau's mich. Ja, ich hab's überlebt. So, das Wasser ist auch nicht standardmäßig so in Minecraft. Das sind alles die Shader. Es gibt noch schönere Shader. Das ist gar nicht der, den ich haben wollte. Der Shader, den ich meine. Ist der das? Nein. Ist der das? Nein. Es ist der hier. So, da sieht das nämlich alles um einiges realistischer aus. Guckt euch das mal an. Und die Wolken hier oben ist alles wunderbar. Und hier haben wir schon Lava. Und da falle ich lieber nicht rein. Jetzt hole ich mir hier Steine. Und das Video ist gleich auch schon wieder zu Ende. Ich will das jetzt erstmal testen, wie es überhaupt ankommt. Und wenn es nicht ankommt, dann mache ich auch gar nicht mal weiter damit, weil das macht ja keinen Sinn, wenn man sich da auf irgendwas versteift und will, dass das ankommt, aber es nicht ankommt, dann macht es keinen Sinn. Deswegen werde ich jetzt auch
erst einmal nur 15 oder vielleicht auch 16, 17 Minuten Folgen machen und die dann immer nacheinander hochladen und nicht so wie andere Let's Player, zum Beispiel Gronkhs machen, dass der am Stück aufnimmt und das dann einfach schneidet. Dann gibt's halt immer so einen kleinen Übergang, aber naja. So, jetzt haben wir Kohle gefunden. Zum ersten Mal in dieser Welt, juhu. Und Kohle braucht man zum Beispiel für Fackeln. Wer hätte das gedacht? So, der Shader ist trotzdem noch ein bisschen laggy. Das ist doof, aber ansonsten sieht er einfach richtig geil aus. Und ich gehe hier gerade mal hoch. Das ist keine Kohle. Gut, dann glaube ich, werde ich jetzt hier noch ein bisschen Steine abbauen. Da kann ich ja hier so ein kleines Haus in den Fels hauen, ne? Das wäre doch geil. Ich glaube, ich mache mir fürs nächste Video mal wie heißt er denn? Nicht Flans Mod. Den mache ich nicht rein. Erste Mal Rise Minimap heißt der, genau. Oder den Map Writers Mod. Damit wir uns hier oben nicht unten nicht verlaufen. Dann kann man nämlich so schöne Wegpunkte setzen und dann verläuft man sich eben nicht. So, und das finde ich das Tolle an diesem Misas-Texturenpaket. So heißt das Texturenpaket, was ich benutze. Es sieht einfach wunderschön aus. Und vor allen Dingen mit den Shadern sieht die Lava auch richtig echt aus. Ach so, einen Mod habe ich vergessen, den ich noch drin habe. Und zwar ist das der Dynamic Lights Mod. Der macht, dass die Lichter hier so warm und co sind, ne? Also da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Shadern und Dynamic Lights. Dynamic Lights verbessert nämlich nur das Standardlicht von Minecraft und macht das alles ein bisschen weicher und schöner. Wobei allerdings die Shader wirklich eine OpenGL-Engine sind. So, das sagt jetzt wahrscheinlich einigen Leuten nichts. Aber naja, wer wissen will, was eine OpenGL-Engine ist, der sollte auf meinen anderen Kanal gehen. Denn da mache ich Tutorials, Programmiertutorials. Link ist auch in der Beschreibung. Schon wieder Werbung gemacht, ne? Ich bin so ein schlechter Mensch. Ich mache dauernd Werbung. Also, gestern habe ich schon mal Video aufgenommen. Das war vielleicht etwas zu spät. Und das Lustige war, ich habe aufgenommen, gespielt, bla bla bla, alles ganz toll gelaufen. Aber dann am Ende ist rausgekommen, es war nur ein Standbild und der Ton war noch mit dabei. Total behindert. Also die Aufnahme hatte ich total verkackt. Aber naja, diesmal funktioniert die Aufnahme, die gleich zu Ende ist. Und dann werde ich die auch gleich hochladen. Und dann könnt ihr sie euch ansehen. So, jetzt ist meine Scharpitzhacke kaputt. Aber ich habe genügend Steine, um mir eine neue zu machen. Und deswegen werde ich jetzt mal hier, aua, hochgehen. Ich hoffe, die Erde reicht überhaupt. Wenn nicht, wäre es scheiße. Was ist das denn? Ach, eine Fledermaus. Ja, es gibt hier so ein paar nette Tiere. Ist natürlich alles im Blocky Look. Wer den nicht ausstehen kann, der sollte sich meinen Mod holen. So, und jetzt gibt's hier den wunderschönen Sonnenuntergang zu bestaunen. Hier ist mein Haus. Ich buddel mich gerade mal ein bisschen hoch. Wie geht denn hochbuddeln, bitteschön? So, jetzt geht die Sonne unter. Da wird's ein bisschen unrealistisch. Da stockt das aber leider ein bisschen. So, und jetzt können wir uns das. Ich schalte mal gerade die Wolken aus. Wo war das denn? Hier. Off. So, und jetzt sind nur noch die Shader-Wolken da. Und jetzt seht ihr gleich etwas Wunderschönes. Fast so schön wie die Realität. Oh, wie romantisch. Die Sonne geht unter und alles wird grau. So, und jetzt gehen die Sterne auf. So langsam sieht man sie aufgehen. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Sieht man die Sterne nicht? Ich glaube, man sieht die Sterne nicht, ne? Das klappt ja alles wunderbar hier. Doch, die Sterne sind aber an. Gleich dürften sie kommen. Ja, da kommen die Sterne. So, jetzt wird's schön hier. Das gucken wir uns doch nochmal an. Das sieht doch episch aus. Ich mach mal das Inventar aus. So, wunderbar. Hier ist die Milchstraße und das ist doch ein schönes Abschlussbild hier, würde ich mal sagen. Also, schreibt es in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat und was ich verbessern könnte, könnt ihr auch reinschreiben.
Und wem es gefällt, der kann mich gerne abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Das habe ich schon mal gesagt, aber egal.